Eine Sausszene gibt es hier eigentlich nicht. Zum ersten Mal müssen so viele Bäume hier aus Sicherheitsgründen im Erdboden gleich gemacht werden. Das trockene Wetter ist nicht spurlos an ihnen vorbei. Ihr seht dort vielleicht auch, wie der ganze Kern schwarz ist. Also das ist ein Pilz bereits, vom Pilz befallen. Und Buche ist nicht sehr resistent, also darum ist es relativ gefährlich. Das ist jetzt auch wirtschaftlich entwertet. Das kann man noch knapp brauchen für Energieholz. Die Schäden vom trockenen Wetter sind vor allem an der Baumkrone erkennbar, wo Schitterzweige sind. Gefährlich ist es zum einen, weil neben dem Wald gerade Häuser stehen, unter anderem auch die Schule, und zum anderen hat es in diesem Wald viel Wanderweg. Da sind grosse dürre Äste jetzt vorhanden und wir wissen, dass das Buchenholz sehr brüchig ist und wir haben die grosse Angst, dass während der Winterstürme, die jetzt anstehen, die Äste abbrechen und auf den Wanderweg runterfallen können. Der Wald wird sich nach dem Bernhard Hadorn in Zukunft weiter verändern. Aus einem einfachen Grund, die Pflanzen sind dem Klima nicht mehr gewachsen. Es gibt aber Alternativen. Das ist einerseits da ein Exemplar von der Sommerlinde, wo man noch keine grossen Schäden sieht, die noch recht vital sind. Und nebenan hat es gerade ein Spitzahorn. Der Spitzahorn kann das auch recht gut verleiden. Der Wald wird sich meiner Meinung nach ändern in seiner Zusammensetzung der Baumarten, dass wir neue Baumarten, so ist wenigstens die Hoffnung, neue Baumarten bekommen, die halt diesen neuen Lebensbedingungen besser trotzen können. Es sind aber nicht nur Baumsorten, die sich ändern, sondern die ganze Biodiversität. Das Team fällt die rund 60 Bäume während der Herbstferien in zwei Etappen, damit die Bevölkerung gleich noch einen Teil des Waldes brauchen kann.